Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Genau. Das Thema unseres heutigen Webinars wird sein automatisierter Workflow mit JavaScript in FM6. Mein Name ist Thomas Günthe. Ich werde heute durch das Webinar durchgehen als Moderator und Präsentator und habe aber schlagkräftige Hilfe von meinem Kollegen, der sich aber selbst vorstellen wird. Hallo, mein Name ist Dokan Karataş und ich arbeite als Produktingenieur bei Dolba Software. Ich bin für die Entwicklung von Webservices und API-Produkten zuständig. Heute werde ich Ihre Fragen beantworten. Vielen Dank, Dokokan. Meine Aufgabe ist normalerweise der Kundensupport bei der Firma Global mit dem Fokus vor allem auf Webservice und API und die COM-Schnittstelle. Sie können während des Webinars Fragen stellen. Dazu können Sie in diesem Bedienpanel, wie hier dargestellt, Ihre Frage reintippen. Die Fragen werden versucht, während des Webinars komplett beantwortet zu werden. Falls das nicht gelingt, werden Sie entweder im Nachhinein die Frage beantwortet bekommen oder Sie stellen Ihre Frage direkt per E-Mail. Das funktioniert natürlich genauso. So viel dazu. Und nun zum Inhalt. Es soll heute um den automatisierten Workflow gehen. Und zuerst möchte ich einen kurzen Überblick geben über das In-App-Scripting in FM6 und RStab 9. Danach möchte ich ein paar Worte zum Global Center und den Blöcken sagen. Und dann soll es um die neuen Elemente gehen in der JavaScript-Library seit dem letzten Webinar. Zu guter Letzt möchte ich noch zwei Programmbeispiele Ihnen vorstellen, die ich live programmiere. In-App-Scripting, was ist das? Und zwar ist es so, dass seit FM6 und RStab 9 es möglich ist, im Programm selber Skripte auszuführen und direkt das Modell zu modifizieren. Man hat die Möglichkeit, über die Skriptsprache JavaScript Befehle einzutippen, auch Skripte zu schreiben und diese direkt auszuführen. Man kann damit Modelle parametrisieren oder Aufgaben automatisieren oder eben einfach nur Informationen aus einem Modell erhalten. Dabei bieten wir Zugriff auf zahlreiche Objekte, wie zum Beispiel die Geometrie, Lastfälle und Kombinationen auf Lastassistenten oder auch Bemessungsdaten von den Add-ons. JavaScript, genau. JavaScript ist die Hintergrundsprache davon. Es basiert auf der Version JavaScript 5. Und Sie können für das Editieren der Skript können Sie eigentlich jeden beliebigen Editor verwenden. Und wir haben im Programm selber eben zum einen die Konsole und auch den Skriptmanager. Das möchte ich ganz kurz mal zeigen. Beides kann man über die Button hier oben einblenden, also sowohl die Konsole als auch den Skriptmanager. Skriptmanager bedeutet, man hat einmal Zugriff auf die ganzen vorinstallierten Skripts und Beispiele, die wir Ihnen bieten, und Sie haben auch auf eigene Skripts Zugriff. Und die Konsole heißt, man kann direkt Befehle eingeben. Also nur mal als Beispiel, wenn ich einen Knoten eingeben möchte, gebe ich den hier ein mit dem Knoten Nummer 1 und sage, das soll zum Beispiel an der Stelle 10, 10, 5 liegen. Dann wird eben ein Knoten erstellt an genau dieser Stelle. Das zum einen dazu. Genau, und damit habe ich direkt Zugriff aufs Modell, kann mir auch in der Konsole Befehle, also Elemente herausholen. Genau, die Skripte können lokal gespeichert werden oder eben über den Skriptmanager verwaltet. Ich habe, wie gesagt, über die Konsole die Möglichkeit, eine direkte Interaktion durchzuführen. Wo bekomme ich Beispiele her und Hilfe? Zum einen bieten wir ein Repository an, auf GitHub, also ein Archiv sozusagen mit Beispielen und dem Quellcode dieser Beispiele. Des Weiteren finden Sie dort auch die Dokumentation auf der GitHub-Seite und die vorinstallierten Beispiele sind dort auch vorhanden, also zum Überblick. Des Weiteren sind noch im Programm selber Beispiele hinterlegt, nämlich in integrierten intelligenten Blöcken. Nur ganz kurz nochmal zu der Internetseite. Das heißt, wenn ich hier auf GitHub gehe, also github.com und dann Global Software eingebe, lande ich auf dieser Seite. Dort ist zum einen hier der Global JavaScript Library Eintrag und zum anderen natürlich die Dokumentation. Das heißt, ich kann hier über die Dokumentation auf die verschiedenen JavaScript-Kommandos zugreifen, wenn ich zum Beispiel die Analyseeinstellungen anlegen möchte oder verändern möchte. Habe ich hier für die statische Analyse die Einstellungen und kann vor allem, was sehr wichtig ist, mir auch die Zeichenketten angucken, die dafür benötigt werden. Das werden wir dann später nochmal sehen, was das genau bedeutet. Okay.
Im Programm selber bieten wir das Global Center an. Zum einen natürlich kann man damit seine Projekte verwalten, das ist klar. Man hat Zugriff auf das Extranet. Und des Weiteren kann ich aber auch neben meinen Modellen auch Blöcke und Vorlagen speichern. Blöcke ist ja genau das, was auch eng verknüpft mit dem Thema In-App-Scripting und JavaScript verbunden ist. Genau deswegen zum Thema nochmal intelligente Blöcke. Blöcke gibt es seit RFM 6 und RStab 9 und man hat die Möglichkeit, Blöcke in verschiedenen Varianten anzulegen, um eben später ein Block oder ein Teilmodell wieder aufzurufen und wiederverwenden zu können. Dabei unterscheiden wir prinzipiell zwischen drei Blockarten. Zum einen die nicht parametrisierten. Das bedeutet, das ist ein Teilmodell, was sich auch nicht weiter verändern kann oder vorverändern kann, was einfach nur übernommen wird und dann später an einer anderen Stelle wieder eingefügt wird. Dann gibt es parametrisierte Modelle. Ich habe in RStab 9 und RFM6 die Möglichkeit, Formeln in die, zum Beispiel wenn ich einen Knoten habe für die X-Koordinate, kann ich eine Formel eingeben und habe eine Parameterliste, womit dann diese Formel zum Beispiel verändert werden kann oder die Werte der Formel. Und diese Formeln und diese Parameterliste würde in dem Block genauso gespeichert werden, sodass ich dann, wenn ich den Block wieder einfüge, eben diese Parameter anpassen kann auf meine Bedürfnisse. Die dritte Variante ist dann der sogenannte dynamische Block oder eben auch intelligente Block. Das ist ein Block, der ist im Hintergrund verknüpft mit einer JavaScript-Datei und damit ist noch variabler eigentlich als die Parametrisierung. Das ist ja das, was ich Ihnen heute auch zeigen werde in den Beispielen, welche Fähigkeiten sozusagen man mit diesen, welche Möglichkeiten man mit diesen dynamischen Skripts sozusagen hat. Genau, zu guter Letzt kann ich dann diese Blöcke auch über das Global Center verwalten. Seit dem letzten Webinar gibt es neue Funktionen. Zum einen gibt es die beiden Funktionen zur Berechnung, also einmal, dass ich alles berechnen kann, dann die Möglichkeit, dass ich auch Teilberechnungen durchführe, eben nur eine bestimmte Kombination oder einen bestimmten Lastfall. Ich kann Objekte löschen, ich kann mir die Anzahl von Objekten holen oder auch ein vorhandenes Objekt zurückholen, um dann damit arbeiten zu können. Das soll es soweit dazu gewesen sein. Und wir gehen direkt über in unser erstes Beispiel. Ich habe zwei Beispiele heute da. Das eine Beispiel, da geht es um eine Wanderlast, die auf einen Stab aufgebracht werden kann. Und ein zweites Beispiel, da geht es um einen Fachwerkträger oder einen Generator für einen Fachwerkträger. Bevor es losgehen kann, möchte ich Ihnen erstmal zeigen, wie das in RFM6 überhaupt aussehen kann. Zum einen habe ich ja vorhin gesagt, Skripte werden lokal gespeichert und das trifft auch auf alle Skripte zu, die hier vorliegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Simple Beam Script gehe und auf Bearbeiten gehe, dann habe ich bei mir einen bestimmten Editor hinterlegt. Das ist so, die Verknüpfung mit dem Editor hängt damit zusammen, mit welchem Programm auf Ihrem PC JavaScript-Dateien geöffnet werden. Bei mir ist das verknüpft mit Visual Studio Code und dadurch wird auch genau das jetzt aufgerufen. Das heißt, das ist sozusagen das, was da dahinter liegt, der JavaScript-Code hinter diesem Simple Beam. Und das Schöne ist, hier oben wird einem auch gleich angezeigt, wo das Ganze liegt. Um genauer nochmal nachzugucken, wenn ich jetzt hier rechts draufklicke, kann ich noch reinschauen, wo das auf meinem Computer liegt. Und da sieht man, das liegt im Programmordner. Also dort, wo RFM6 installiert ist, da gibt es einen Unterordner Skripts mit Beispielen und da sind alle Beispiele drin. Den Ordner brauchen wir später nochmal, den schiebe ich erstmal nur zur Seite. Und der zweite wichtige Pfad ist der Pfad, wo die Benutzerskripte liegen. Und dazu lege ich erstmal schon unser neues Skript an. Das nenne ich Moving Loads, eben Wanderlasten sozusagen. Und wenn ich da auf Bearbeiten gehe, sehe ich auch sogleich, wo das liegt. Und ich öffne mal diesen Pfad auch noch im Explorer. Und das liegt bei mir in meinen Benutzerdaten. Also App-Data, Local, Global und so weiter und so fort. Da liegen immer die Benutzerskripte. Genau, soviel erstmal dazu. Als nächstes kann ich dann gleich anfangen, hier in meinem, kann ich erstmal die eine Datei schließen. Ich habe jetzt dieses Moving Loads JS hier und kann jetzt anfangen, mein Skript zu schreiben. Mit was soll es losgehen? Ich möchte beginnen mit den Variablen, die ich brauche. Zum einen möchte ich eine Variable Load anlegen. Das ist die Belastung, die später draufkommen soll, also eine einfache Last. Sollen 30 Kilonewton werden. Dann möchte ich eine Anzahl von Schritten speichern. Also ich möchte sozusagen variabel gestalten, wie viele Schritte meine Wanderlast hat. Als Grundlage nehmen wir hier mal 5. Und dann noch zu guter Letzt, auf welchen Stab diese Last angewandt werden soll, also die Stabnummer.
Als nächstes möchte ich gleich noch meine statischen Analyseeinstellungen mit anlegen. Das sind die Analysis Settings. Und werde die mit der Nummer 1 anlegen. Wichtig an dieser Stelle, wenn ich eine leere Variable anlegen sollte, wird die erstmal gar nicht angelegt im Programm, weil es gar keine Spezifikationen gibt. Nur wenn ich da hinten jetzt die 1 reinschreibe, wird mir einfach eine, ja, mit Standardeinstellungen eine statische Analyse Einstellungen angelegt im Programm selber. Genau. Als nächstes kann ich dann gleich mit einer Schleife beginnen, denn ich möchte, also das Ziel ist es, dass ich eben so viele Lastfälle anlege, wie ich Steps habe, wie ich Schritte habe. Und in jedem einzelnen Schritt wird eine Stablast aufgebracht mit einer konzentrierten Einzellast an der jeweiligen Stelle. Das heißt, ich brauche eine For Loop für die ganze Geschichte. Na. Die soll so lange laufen, wie ich Schritte habe. Genau, und wird dementsprechend inkrementiert. Ich möchte jedes Mal Lastfall anlegen, also lege ich mir erstmal meinen Lastfall an. Und diesen Lastfall, das ist erstmal eine leere Variable, die muss ich jetzt mit Daten füllen und dann nehme ich Loadcase. Und zwar möchte ich einen statischen Lastfall anlegen, also für eine statische Berechnung. Es gibt ja auch Stabilitätsbemessungen, also Stabilitätsfälle und es gibt noch Modalanalysen, aber ich möchte eine statische Analyse durchführen, deswegen Static. Und jetzt kommt ein Spezialeintrag sozusagen. Jetzt geht es um die Lastfallnummer und ich möchte die letzte Lastfallnummer bekommen, die momentan verfügbar ist. Es gibt da einen Unterschied, das werden wir später noch kennenlernen, gegenüber dem Wort undefined zum Beispiel, was immer die erste freie Stelle nimmt. Und hier möchte ich aber immer hinter dem letzten Lastfall anlegen. Beispiel wäre, ich habe jetzt die Lastfälle 1, 5, 7 und 10 angelegt, dann möchte ich gerne den 11. jetzt verwenden und nicht die 2, die auch noch frei wäre. Wenn ich das machen möchte auf diese Art und Weise, dann nehme ich Zugriff auf die Variable, die mir RFM bietet über alle Lastfälle, also es ist eine Liste aller Lastfälle und die hat die Funktion Last ID und die gibt mir, wie die Funktionsname schon sagt, die letzte ID vom letzten Lastfall. Ich möchte natürlich nicht die haben oder den überschreiben oder sonst was, sondern ich möchte die nächste Nummer haben, deswegen plus 1. Die Lastfälle sollen Nummern haben, Namen haben heißt das, genau, und der Name soll sein plus i. Und genau genommen plus i plus 1, damit nicht 0 vorkommt. Also die Lastfälle heißen dann ein, Moving Load 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 6 deshalb, weil der nullte Schritt oft vergessen wird. Steps würde sozusagen die, wie soll man sagen, die Entfernung zwischen den Schritten bedeuten. Also es gibt 6 Lasten am Ende, weil es 5 Schritte gibt. Genau. Dann verwenden wir Static Analysis Settings 1, wie oben angelegt. Und jetzt brauchen wir noch die Angabe, um welche Art der Belastung es sich handelt. Das ist ein Eigengewichtslastfall. Gerade bei solchen Zeichenketten, die finden Sie bei uns in der Dokumentation, wie die bedeuten. Ich mache das dann später mal noch im anderen Beispiel. Da hier, das wird noch eingepflegt momentan. Deswegen kann ich das Ihnen in dem Beispiel gerade nicht zeigen, aber bei einem anderen Beispiel zeige ich Ihnen dann noch, wie man an diese Zeichenketten rankommt. Es ist auch so, wenn die Zeichenkette falsch eingegeben wird, wird in der Konsole von RFM ausgegeben, dass es falsch ist und welche Optionen es stattdessen gäbe. Also man kann sich auch darüber behelfen. Okay. Der letzte Punkt, dieses Feld, was hier angegeben wird, betrifft das Eigengewicht. Also ich möchte kein Eigengewicht nutzen, für den Lastfall und dann ist auch egal, welche Richtung sozusagen angegeben wird. Okay. Als nächstes brauchen wir noch eine Variable für die Distanz, die sozusagen in bestimmt, an welcher Stelle die Last kommt. Und es ist dann jeweils immer ein Bruchteil der Schritte mal unsere Variable i. Also wenn ich 5 Schritte habe, eben ein Fünftel von 0 bis 5, ganz genau. Dann möchte ich gleich noch meine Last anlegen.
die erstmal noch leer ist und jetzt wird sie mit Daten gefüllt. Und das wäre dann in dem Fall eine Kraft, diese Last. Die Nummer ist die 1, einfach die erste Last. Und das ist ja in dem Fall auch so, ich kann ja die 1 mehrfach vergeben, weil ja für jeden Lastfall eine neue Stablast angelegt wird. Und in dem Stablast beginnt ja die Nummerierung immer von vorn. Also es ist immer die 1. Dann habe ich hier Load Case. Und da möchte ich sozusagen das Objekt haben. Das geht über die Funktion getLoadCase. Dann haben wir die Stabnummer, die er braucht, worauf die Last draufkommt. Dann die Art. Und jetzt die Lastgrößen, die Werte dazu. Und das ist ja zum einen mal, dass wir Load haben. Also unsere Belastung, die 30 Kilonewton. Und da sonst mit SI-Einheiten gerechnet wird, muss ich sozusagen mit 1000 multiplizieren, sonst bekomme ich nur 30 Newton raus. Dann die Distanz, die hier reinkommt. Und dann, ob es eine relative Angabe ist. Ja, ich möchte hier eine relative Angabe verwenden auf dem Stab. Und zuletzt noch die Wirkrichtung. Und das ist in Z-Richtung, globaler Z-Richtung. Oder eben, ja, das trifft in unserem Fall nicht zu, die benutzerdefinierte W-Richtung, aber und ist die wahre Länge sozusagen, aber auch das ist ja bei einer Einzellast unerheblich. Okay, dann können wir das Ganze mal testen in unserem Programm. Dazu brauche ich natürlich erstmal einen Stab. Ich lösche erstmal alles, was hier schon angelegt wurde und lege einen neuen Stab an. Einfach einfachen Querschnitt, ein HJ200. Brauche ich noch ein neues Material. Ein Stahl. Okay. Jetzt klicke ich meinen Stab an. Brauche ich aber gar nicht. Die Nummer ist ja hinterlegt und drücke mal auf Load. Load Case is undefined. Da habe ich wahrscheinlich eine falsche Variable verwendet. Genau hier. Und schon haben wir unsere Lasten. Und wenn man hier drüben mal durchklickt, sieht man, dass die Last Schritt für Schritt bis zum letzten Punkt aufgebracht wird auf diesen Stab. Nun ist es ja so, wenn ich jetzt das mein Programm öfter mal verwenden möchte, möchte ich ja nicht jedes Mal in dieses Skript reingehen, um die Variablen zu ändern. Also haben wir uns noch was anderes überlegt, was hier sehr praktisch ist. Und zwar hat man die Möglichkeit, eine interne Maske zu verwenden, die man nach eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Das funktioniert wie folgt. Man kann sich ja einfach mit der Beispiele bedienen, deswegen öffne ich jetzt einfach nochmal dieses Simple Beam Beispiel. Den Ordner hatte ich ja schon geöffnet, den hole ich mir zur Rate. Und in diesem Ordner ist zum Beispiel bei dem Hallenbeispiel hier, Hall Dialog, gibt es ja noch diese XML-Datei dazu. Und die hole ich mir jetzt erstmal und packe die zu meinen Moving Loads und gebe der erstmal den gleichen Namen. Dann öffne ich mir die mit und dann sieht man, wie sowas aussieht. Ist relativ simpel gestaltet. Die Maske, die später kommt, hat, je nachdem wie viele Argumente ich eintrage, entsprechend viele Eingabefelder und der Argumentname entspricht dem variablen Namen später. Das heißt, ich habe Load zum Beispiel angegeben, also tippe ich hier Load ein. Ich habe Steps und Member Number, also kommt hier Steps und Member Number rein. Ich würde meine vorgegebenen Werte übernehmen, das wären 30, 5 und 1. Die würde ich hier genauso übernehmen. Also das sind die voreingestellten Werte, die dann auch in der Maske immer drinstehen werden. Und dann im nächsten kann man noch eine Erläuterung eintragen, was denn dieser Wert überhaupt bedeutet. Das heißt hier zum Beispiel Belastung. In Kilonewton könnte man zum Beispiel hinzuschreiben. Dann hätte man hier die Schritte. Und im letzten Falle die Stabnummer. Okay. Das speichere ich ab. Wichtig ist noch, wenn ich das jetzt verwende, dann läuft das sozusagen vor meinem eigentlichen Quellcode ab. Und wenn er dann hier reinkommt, würde er erstmal hier oben das wieder überschreiben. Das heißt, bevor mein Skript hier losrennt, muss ich erstmal festlegen, ob denn diese Variablen bereits vergeben wurden. Und da kann ich sagen, okay, if load undefined, also wenn Load sozusagen noch nicht vergeben wurde oder noch keinem Wert zugewiesen wurde, dann soll er das bitte machen.
Ansonsten soll er bitte die Wörter nehmen aus dieser, die von diesem Dialog kommen. Okay, schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ich drücke auf Moving Loads und siehe da, haben wir eine Maske zu der ganzen Geschichte. Bevor ich das ausführe, würde ich erstmal meine anderen Sachen löschen, die hier drin sind. Also die Analyseeinstellungen und auch meine Lastfälle alle löschen. Okay, und dann schauen wir nochmal rein. Und da gleich mal um ein anderes Beispiel zu nehmen, nehmen wir mal nur 10 Kilonewton, nehmen dafür 15 Schritte. Stab 1 bleibt ja gleich. Genau, und schon haben wir unsere Wandellast aufgebracht. Das war erstmal das kleine Beispiel. Jetzt soll nochmal ein etwas umfangreicheres Beispiel kommen, wo wir noch ein bisschen tiefer in die ganze Materie einsteigen. Genau, ich lösche dazu erstmal alles, was wir hier haben. Und lege hier ein neues Skript an. Okay. Unser Fachwerkträger, der erzeugt werden soll, der hat natürlich erstmal wieder ein paar Variablen, die wir zuvor definieren müssen. Und da ich auch hier vorhabe, später dann wieder die Belastung über eine Maske eingeben zu können, fange ich gleich damit an. Und zwar möchte ich eine Anzahl der Felder vorgeben oder Anzahl der Knoten vorgeben. Und wenn die nicht definiert ist, es soll also hier aus den Standardwerten nehmen. Das heißt, wir nehmen n ist gleich 10, also es soll 10 Knoten am Obergurt sein. Dann nehmen wir eine Variable für die Höhe. Die soll 2 Meter sein. Dann eine Variable für die Länge eines Feldes. Das ist 1 Meter. Und dann noch eine Variable für die Last. Und das ist Kilonewton pro Meter. Dann später. Genau. Damit haben wir unsere Grundangaben erledigt und können schon mit den ersten Haupteingaben gehen. Hier, im Gegensatz zu dem vorigen Programm, ist es ja hier so, dass ich davon ausgeht, dass ich was Neues erzeuge und nicht auf ein vorhandenes Modell zugreife. Das heißt, ich habe ganz andere Möglichkeiten hier. Oder muss auch viel mehr Variablen und Sachelemente angeben. Dazu werde ich zuerst mal ein Material definieren, was ich später brauche. Und hier trifft jetzt das zu, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Hier könnte ich auch wieder die letzte ID verwenden, aber wenn ich hier undefined reinschreibe, verwendet er einfach den ersten freien Platz. Dadurch, dass ich davon ausgehe, dass es ein leeres Modell ist, wird es eben logischerweise die 1 sein. Und es soll der S235 sein. Dann als nächstes brauche ich einen Querschnitt. Da trifft das Gleiche zu. Und hier soll es ein IPE 200 sein. Welches Material bekommt er? Und zwar nehme ich das Material, was in der Variable Material schon drin steckt. Get Number. Okay. Genau, das gleiche können wir für den zweiten Querschnitt wiederholen. Gibt es kaum Unterschiede. Der Querschnitt Nummer 2. Außer die Querschnitt natürlich an sich. Und zwar ist das eine Core Hollow Section bzw. ein Rohr. Mit Außendurchmesser 60,3 und Wandstärke 3,0. Okay, damit habe ich meine Querschnitte angelegt und kann zu den Knoten übergehen. Vorhin wurde schon kurz erwähnt in der Präsentation, dass eine Neuerung ist, dass ich jetzt auf die Objekte einzeln Zugriff habe und deswegen hier mal eine andere Vorgehensweise. Und zwar werden zuerst alle Knoten angelegt und dann werde ich mir die Knoten holen und entsprechend verändern und modifizieren. Das heißt, ich habe zuerst eine For Loop. Na. Jetzt. Die beginnt bei 1. Ich kann ja nicht bei 0 beginnen, weil den Knoten 0 gibt es nicht. Es beginnt immer erst bei 1 die Zählung. Die soll kleiner sein als kleiner gleich 2 mal n. Das wären dann, wenn n 10 ist, wären es eben 20 Knoten. Und dann inkrementiere ich noch i. Ja, dann lege ich den Knoten an und das ist auch, wie
das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, oder was noch erwähnenswert wäre, vielleicht besser. Es handelt sich ja hier um sogenannte High-Level-Functions in JavaScript. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit nur einer Codezeile zum Beispiel ein Element anzulegen. Wenn es spezieller wird, dann brauche ich manchmal mehr Zeilen, aber prinzipiell ist es möglich, über eine Codezeile sofort ein Element anzulegen. Genau das mache ich jetzt hier. Ich nehme den Knoten mit der Nummer i. Und damit wird ein Knoten anstelle 000 angelegt mit der Nummer 1 bis zur Nummer 20. Damit habe ich erstmal meine Knoten und diese Knoten werde ich gleich mal verwenden, um meinen Obergurt anzulegen. Dazu werde ich einfach meine bisherige Schleife gleich mal kopieren. Etwas weniger Eingabe. Wichtig ist, den ersten Knoten, der ist ja schon korrekt an der Stelle 000. Was ist das meine Absicht? Das heißt, ich kann mit der Zählung ab der Knoten 2 beginnen. Und die Obergurtknoten gehen ja von 1 bis 10 sozusagen. Und deswegen habe ich hier bis i gleich n sozusagen ist. Genau. Für den Knoten selber brauche ich erstmal noch meine x-Variable. Und das wird berechnet über meine Länge, also 1 Meter, die Feldlänge, mal i minus 1. Das bedeutet so viel wie, dass ich an der Stelle, also wenn i mit 2 beginnt, dann kommt ja hier i minus 1 raus, also 1 mit der Länge 1. Also an der Stelle Knoten 2 hat die Länge von einem Feld und so weiter und so fort. Jetzt greife ich auf die Knotenliste zu, die mir das Programm bietet. Also Nodes ist die Variable für die Knotenliste aller Knoten im Programm. Davon nehme ich die Koordinate von meinem jeweiligen Knoten und weise der einen neuen Vektor zu. Vektor, den gibt es direkt bei Java als fertige Variable, das ist $v und damit legt er mir internen Vektor an. Und den muss ich noch mit Daten befüllen, nehme ich mir eine X-Koordinate und Y und Z sind 0. Damit sind die Knoten für meinen Obergurt bereits angelegt. Und wir können einfach mal testen, ob das bisher Programmierte auch funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Ah, habe mich vertippt. Es ist Coordinates. Und schon haben wir es. Die Obergurtknoten wurden sozusagen angelegt. Okay. Damit war einer der ersten Schritte erledigt und wir können fortschreiten mit dem Anlegen der Knoten für den Untergurt. Ich kopiere da mal einfach meine Loop. Es geht ja sozusagen nur darum, dass die Nummerierung anders aussieht. Das ist der Untergurt. Und diesmal beginnt die Zählung eben bei n plus 2 in der zweiten Reihe sozusagen. Und n mal 2 ist mein letzter Knoten, ist ja auch das, was ich hier oben sozusagen angelegt habe. Okay, meine x-Variable ist diesmal, soll um ein halbes L versetzt sein, sodass immer auf dem Zwischenpunkt sozusagen unten ein Knoten entsteht. Das heißt L halbe plus L mal i minus 1. Das haut nicht ganz hin, weil i startet ja mit n plus 2. Also muss ich i um n vermindern und dann plus 2 addieren, damit ich auf den richtigen Wert komme. Okay, ein Unterschied gibt es noch. Ne? Also nochmal kurz zur Erläuterung vielleicht. I läuft hier von 1, also von 2 bis 10 und hier von 12 bis 20. Und wir haben hier jetzt, sprechen jedes Mal die bereits angelegten Koordinaten an und modifizieren diese. Hier fehlt jetzt sozusagen noch die Höhe, die dann den Abstand vom Untergurt zum Obergurt definiert. Okay. Ja, und wer aufgepasst hat, der wird gesehen haben, dass genau ein Knoten zu viel da ist und das können wir gleich die neue Funktion mal mit ausprobieren. Und zwar ist der Knoten 11 zu viel und den werde ich an der Stelle gleich noch löschen. Dazu greife ich wieder auf eine bereits vorhandene Variable zu, nämlich die Variable Nodes, die alle Knoten aus RFM zur Verfügung stellt und dann die hat die Methode Erase und ich lösche den Knoten n plus 1, also den 11. Okay. Jetzt haben wir alle Knoten, die wir brauchen, angelegt und könnten direkt mit den Stäben fortfahren. Dazu kopiere ich einfach wieder eine meiner Schleifen, nämlich die für den Obergurt hier gleich mal. Und werde hier meine Stäbe anlegen. Diesmal fungiert Variable i als die fortlaufende Nummer der Stäbe.
Und da ich ja am Obergurt 10 Knoten habe, kommen 9 Stäbe rein, also ist es hier jetzt i kleiner n. Hier kommt rein, dass ich einen neuen Stab anlege. Die Stabnummer hatten wir schon geklärt und die Knotennummer ist, wenn wir oben die oberste Schleife vom Obergurtknoten gucken, habe ich das Knoten noch nicht ergänzt, dann beginnt die Zählung bei 2 bzw. bei 1, weil der schon bei 000 definiert war. Also mit i ist der erste Knoten und der zweite Knoten ist i plus 1. Genau. Ja, und dieser Stab, den können wir gleich wieder noch verändern, weil da braucht man einen bestimmten Querschnitt, nämlich den, den wir angelegt haben. Und jetzt greife ich auf eben diesen Stab zu, in dem Fall wieder über die Variable Members, die alle Stäbe von FM zur Verfügung stellt. Die hat eine Property, der man dann den Querschnitt zuweisen kann. Und hier wird ebenfalls wieder die globale Variable verwendet aus RFM Sections, ist sozusagen die Variable aller Querschnitte. Ich habe hier oben Section 1 angelegt, die steckt in Sections jetzt drin, weil es schon angelegt wurde und steckt damit in meinem Stab drin. Genau. Wenn wir einmal so dabei sind, können wir auch gleich noch die Untergurtstäbe anlegen. Hier lassen wir i wieder von 1 anlaufen. Aber wir gucken mal, dass wir die Stäbe durchgehend nummeriert bekommen, von 1 bis zum letzten Stab. Dafür wird eine weitere Variable eingeführt, und zwar die Variable j, die bei n beginnt, weil n ist der Ende, ist das Ende von hier oben, von i, ist 9 und n ist dann sozusagen die nächste freie Variable. Okay, das heißt, wir beginnen bei i gleich 1 und gehen bis diesmal i kleiner gleich n. Nee, das ist falsch. N minus 1. So ist es richtig. Denn der Untergurt hat ja nochmal einen Stab weniger. Das heißt, der Obergurt hatte 10 Punkte, 9 Stäbe und der Untergurt hat dann eben 8 Stäbe. Und das kommt auch genau hin. 10 minus 1 ist 9 und i soll so lange laufen von 1 bis 8. Ganz genau. Wir haben hier die Stäbe. Und bei der Nummerierung jetzt nochmal aufpassen. Da muss eben hier J können jetzt hier verwendet werden für die Stäbe. Ebenfalls hier J bei den globalen Stäben als Nummerierung. J ist ja jetzt unsere durchlaufende Variable für die Stabnummern. Und J muss natürlich dann noch inkrementiert werden. Und für unsere Knoten, die verwendet werden, ist es eigentlich das gleiche wie sozusagen hier bei den Untergurtknoten logischerweise. Das heißt, wir nehmen N plus I plus N. Und dann noch plus 1, das heißt, der erste Knoten, wenn es bei 1 beginnt, ist der Knoten 12. Das hatten wir ja vorhin schon festgestellt. Und das zweite ist dann das gleiche, i plus n plus 2 plus 1 mehr eben, logischerweise. Okay, damit haben wir die Stäbe angelegt und können das Ganze auch gleich mal testen. Ich lösche erstmal alles. Ja, hier gibt es noch ein Problem. Schauen wir gleich mal, woran das liegt. Die unteren Knoten sind nämlich zusätzlich verschoben. Da ist das X noch drin. Genau hier. Das stimmt nicht. Hier muss es nämlich minus 2 sein. Noch ein Versuch. Jawohl, so soll es aussehen. Immer auf genau der Hälfte des Knotens wird dann der Stab angelegt. Das passt. Okay, können wir für den nächsten Versuch gleich nochmal löschen und gehen über in die Diagonalen. Das ist noch etwas mehr Zahlenspiel als die anderen beiden Varianten. Erstmal brauche ich wieder eine Variable, eine Schleife. Und zwar Diagonalen gibt es sozusagen eigentlich, ja, doppelt so viele, wenn man will, wie die Obergurtknoten, weil ja sozusagen, oder die Untergurtknoten, weil ja an jedem Untergurtknoten zwei Stäbe anschließen. Genau, dann legen wir hier unseren Stab an. Erstmal eine allgemeine Variable.
wieder mit J als Zählvariable. Dadurch, dass in der oberen Schleife am Ende immer noch einmal inkrementiert wurde, haben wir auch hier schon den richtigen Zähler drin. Und jetzt bei der Nummerierung ist es ja oben I. Wir beginnen bei 1. Und wenn ich unten den ersten Knoten haben müsste, ist es der Knoten 12. Das heißt, wir haben N als Start plus I und dann nochmal plus die 1. Damit haben wir den unteren Knoten festgelegt und die 12. Okay. Jetzt möchte ich diesem Stab natürlich auch wieder den entsprechenden Querschnitt zuweisen. Das heißt, in dem Fall ist es ja Section 2. J passt wieder, ist unsere fortlaufende Variable. Und jetzt kommt noch eine weitere Geschichte hinzu. Und zwar möchte ich gerne einen anderen Stabtyp verwenden. Und das ist die Nummer 4. Warum ist das die Nummer 4? Das zeige ich Ihnen. Wenn man im Programm einen Stab anlegt, muss man einen Stabtyp festlegen. Und das ist am Anfang Balkenstab. Und wenn man in die Liste schaut, ist das genau die gleiche Reihenfolge, wie es auch in den Programmen ist mit der Enumeration. Das heißt, wir haben hier die 1 Balkenstab, 2, 3, 4. Also Fachwerkstab ist die Nummer 4. Den brauchen wir jetzt. Und damit haben wir eigentlich den Stab bereits angelegt. Dann geht J gleich weiter und da ich ja nicht noch eine zweite Schleife brauche, sondern einfach die gleiche Schleife wiederverwenden kann für die zweite Diagonale, mache ich das auch gleich hier logischerweise. Okay, und das bedeutet, ich lege ja den gleichen Stab an, aber da beginnt natürlich nicht bei I, sondern bei I plus 1. Das ist der einzige Unterschied. Genau, und J wurde bereits inkrementiert. Genau. Mal schauen, ob alles jetzt richtig läuft. Sieht vernünftig aus. So soll es sein. Okay, damit ist die Generierung der reinen Geometrie der Stäbe abgeschlossen und wir können uns der Lagerung widmen. Okay, dazu lege ich zuerst mal ein Knotenlager an, also ein Knotenlagertyp, wenn man so will. Einfach Nodal Support 1. Genau, die 1 definiert wieder die Nummer. So, dann möchte ich, dass dieses Knotenlager erstmal gelenkig gelagert ist. Und als nächstes möchte ich noch, dass die Rotation um die X-Achse freigegeben wird. Ach so, da fehlt noch der entsprechende Eintrag. Okay. Und jetzt, da dieses Knotenlager jetzt ordentlich angelegt wurde, im internen Speicher, im internen Knotenlagerliste, kann ich auch wieder darauf zugreifen und kann das entsprechend meiner Knoten zuweisen. Das haben wir den Knoten 1 im Koordinatenursprung. Und der bekommt ein Support, also ein Lager, und zwar vom Typ Nodal Support und zwar das 1, genau wie ich es gerade angelegt habe. Okay, ja, und das gleiche brauchen wir eben einfach nochmal also Entschuldigung, das fehlt noch ein was, und zwar möchte ich das ja nicht nur auf der einen Seite, ich möchte das auch auf der anderen Seite haben von dem Fachwerkträger. Das heißt, an der Stelle N möchte ich auch dieses Knotenlager zuweisen. Dann haben wir noch zwei Lager, die sozusagen unten die Querbewegung abfangen. Am Untergurt, das heißt Knotenlager 2, 2. Und das soll in seiner Richtung ich glaube, ich habe vorhin was Falsches gesagt, Hinged heißt natürlich, dass es erstmal fest ist und dann wird nur die Rotation um x freigegeben. Und hier unten möchte ich die Bewegung in y-Richtung freigeben. Und die Rotation um x soll hier auch freigegeben werden. Ja, das passt so. So, wo kommt das hin? Und zwar an den Knoten 12, also n plus 2. Kommt das Knotenlager 2. Oh, hier ist noch eine Fehlzuweisung. Und dann noch auf der anderen Seite, nämlich bei n mal 2, das gleiche Knotenlager. Okay, schauen wir uns kurz an.
Nein. Das ist nicht mit angekommen. Wird nicht verwendet, ist nicht zugewiesen. Mal schauen, warum das so ist. Ah, hier ist die falsche Zuweisung, da fehlt das S. Jawohl, jetzt sieht's richtig aus. Das war sowas beabsichtigt. Okay. Können prinzipiell eigentlich erstmal wieder alles löschen. Gut, damit wäre die Lagerung, die Geometrie vollständig abgeschlossen und wir können uns um die Belastung kümmern. Und zuerst werde ich wieder die Analyseeinstellungen anlegen. Genau. Genau, neue statische Analyseeinstellungen. Und die sollen geometrisch linear sein, also Theorie erster Ordnung. Das hier oben ist falsch, weil da legt das ja dann schon mit den grundlegenden Einstellungen an, aber so möchte ich, dass es geometrisch linear angelegt wird. Okay. Dann als nächstes brauchen wir unsere Bemessungssituation. Design Situation ist eine New Design Situation. Und jetzt greifen wir auf das interne Array wieder zu. Und da ist es die 1, die habe ich ja gerade angelegt. Und jetzt würde ich gerne den Typ noch dafür festlegen. Und der ist hier 6194. Das ist natürlich klar, dass man nicht unbedingt weiß, was das bedeutet, aber woher bekommt man diese Zahl? Und zwar ist das wieder eine Enumeration, ein Eintrag, den ich aber direkt in FM6 finden kann. Und zwar habe ich hier bei der Konsole einen Info-Button. Und wenn ich da draufklicke, werden mir alle Sachen aufgeschlüsselt. Und da haben wir hier zum Beispiel die Design Situations und da haben wir Design Situation Type. Und was bedeutet das jetzt? Und zwar, wenn man hier mal rüber geht, sieht man die Nummern. Und da haben wir die 6194 und das ist ein Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit häufig. Das ist die 6194. Genau, kann man hier über den Info-Button herausfinden. Okay, damit ist die Design Situation angelegt und wir können unseren Lastfall anlegen. Okay, und was soll das für ein Lastfall sein? Und zwar eine statische Analyse, das hatten wir ja schon mal. Static Analysis. Es wird der Lastfall 1, dann soll es ein Deadload, also Eigengewicht sein. Dann hätte ich gerne die Nummer von meinen Analyseeinstellungen. Das heißt, ich nehme ANA Sets und davon hole ich mir die Nummer. Dann haben wir wieder, dass eine permanente Belastung sein soll, also ein Eigengewichtslastfall. Diesmal möchte ich allerdings das Eigengewicht haben, deswegen gebe ich jetzt hier True ein und gebe die entsprechenden Vektoren ein, also X 0, Y 0, aber Z 1.0. Z ist ja nach unten gerichtet. Genau, damit passt das. Damit haben wir den Lastfall angelegt und wir können mal noch die Lastkombination anlegen. Die legen wir mal gleich in einer Zeile an.
Und zwar mit der Nummer 1. Dann möchte ich wieder, wie hier oben, die Nummer haben von meinen Analyseeinstellungen. Dann brauche ich die Nummer von meiner Bemessungssituation, also DS. Und zu guter Letzt noch die Liste der Lastfälle, die hier drin stecken, mit den entsprechenden Beiwerten. Und da nehme ich meinen Load Case. Und das soll multipliziert werden mit 1.2. Und wie man sieht, ist das hier eine Doppelliste, wo ich eben jetzt noch weitere Lastfälle auflisten könnte. Ich habe jetzt nur einen, deswegen bleibt es jetzt dabei. Okay, das Ganze können wir uns schon mal wieder anschauen und ob es irgendwelche Probleme enthält. Okay, da habe ich mich verschrieben. Da fehlt ein S. Jawohl. Wir haben unser Eigengewicht und wir haben die Analyseeinstellungen. Wir haben die Lastkombination, also Zustand der Gebrauchstauglichkeit häufig. Und wir haben unsere Bemessungssituation. Alles korrekt angelegt. Genau. Hatte ich aus Versehen das Fenster geschlossen, aber da ist es wieder. Okay, Lastkombination ist da, Bemessungssituation ist da, Analyseeinstellungen sind da. Was brauchen wir noch? Ja, die Last fehlt schlichtweg noch. Die würde ich jetzt noch anlegen, die kommt ja in meinen Lastfall rein. Das heißt, ich lasse meine Last an. Dann eine Schleife. Ich möchte hier sozusagen die Last auf alle Stäbe einzeln aufbringen jetzt hier. Ist einfach mal eine andere Herangehensweise nochmal. Das heißt, ich brauche wieder eine For Loop. Über meine Obergurtstäbe. Genau. Und dann definiere ich diese Stablast noch. Und zwar ist das ein Krafttyp. Dann I ist die Nummer der Last. Dann haben wir den Load Case hier. Und davon möchte ich sozusagen das Objekt, nicht die Nummer haben. Und dann als nächstes kommen sozusagen die Stäbe drauf. Das ist ein Array, aber diesmal nur mit einem Element, nämlich dem Element i. Dann die Art der Last ist gleichmäßig verlaufend. Und dann noch den Lastwert. Und das ist unsere Lastwert, den wir vorgegeben haben, mal 1000, damit wir wieder auf die Kilonewton kommen. Okay. Genau. Damit wir gleich noch die Stahlbemessung mit dranhängen, wird die gleich noch mit aktiviert. Genau. Und zu guter Letzt möchte ich einfach, dass alles noch berechnet wird. Okay, dann schauen wir mal nach, ob das so richtig war. Also es wird schon mal berechnet, das heißt, davor der Berechnung tritt kein Problem auf und es wird auch keins weiter ausgegeben. Ja, hat funktioniert. Wir haben jetzt unsere Verformung hier, zum einen im Eigengewichtslastfall, dann noch in unserer Bemessungssituation. Man sieht es leicht unterschiedlich durch diesen Vorfaktor von 1,2. Genau. Was jetzt noch fehlt ist, wie ich schon angekündigt habe, dass ich natürlich auch für dieses Projekt hier eine Maske haben möchte. Das machen wir noch. Dazu öffne ich wieder meinen Wo ist er gleich? Genau, eine dieser Dateien hier. Gehe auf Bearbeiten.
Dann kann ich mir dort den Ordner öffnen. Ja. Dann nehme ich mir hier wieder von dem Hall, hole ich mir die Datei. Dann mache ich das gleiche nochmal mit meinem Skript hier. Packe das hier rein. Nenne das gleich, das ist Voraussetzung sozusagen, dass das den gleichen Namen hat und kann das dann auch gleich wieder öffnen. Okay, was haben wir für Variablen? Dazu muss ich das nochmal zumachen und öffne, das mache ich mal zu hier. Genau, wir haben diese vier Variablen, also n, h, l und load. N, h, l. Und dann packe ich einfach noch ein Argument dazu. Und load. N ist die Anzahl der Schritte. Da hatten wir 10 die ganze Zeit. H waren die 2 Meter. Und L ist 1 Meter. Und load war 1 Kilonewton. Natürlich würde ich das gerne hinten ergänzen. Und zwar Anzahl der Knoten quer. Dann haben wir hier die Höhe des Trägers in Meter. Dann haben wir hier die Länge eines Feldes in Meter. Und dann noch die Streckenlast in Kilonewton pro Meter. Okay. Mal schauen, ob das geglückt ist. Lösche wieder alles. Jawohl. Nochmal 20. Etwas üppig 20. Höhe 3, Länge eines Feldes ist 0,8. Die Streckenlast ist 0,75. Jawohl. Damit haben wir unseren Träger mit der entsprechenden Last und dem entsprechenden Feldabstand automatisiert erzeugt. Das soll es zunächst zu den Beispielen gewesen sein. Jetzt noch ein paar Worte allgemein dazu. Es ist so, wenn Sie jetzt Rückfragen haben, allgemein zu unseren Produkten, können Sie gerne auf uns zukommen. Unsere Verkäufer hier dargestellt, helfen Ihnen da gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie da Fragen zu einem Produkt haben. Des Weiteren haben wir neben unseren Webinaren noch andere kostenlose Online-Dienste, die Sie gerne mit nutzen können. Einmal das Geozonen-Tool, dann können Sie die Querschnittswerte auslesen. Das Geozonen-Tool, da kann man Windzone, Schneelastzone, Erdbebenzone auslesen. Dann FAQs und Knowledge Base, wo permanent neue Beiträge und neue FAQs eingepflegt werden. Dann haben wir allgemein Modelle zum Herunterladen. Und natürlich unseren YouTube-Kanal, wo auch die Webinare und Videos ständig neu erzeugt werden und neue Fakten hinzukommen. Dann unseren Webshop und natürlich auch die Testversion, die Sie nutzen können. Das möchte ich Ihnen gerne nochmal zeigen, weil das ist ja auch der Punkt, wenn Sie das von heute Gesehene gerne mal nachvollziehen wollen, können Sie einfach unsere Testversion runterladen. Das heißt, Sie gehen auf Produkte, auf unsere Homepage, auf 3D-FEM-Programm zum Beispiel. Und dann, na, wo haben wir den? Die Testversion. Jetzt habe ich mich hier verklickt. Genau, hierhin wollte ich nicht zu Lösungen. Genau. Produkte FM6. Da haben wir FM6 erstmal an sich. Und hier können Sie sich auch jedes Mal die Testversion runterladen und das gerade Gesehene mal nachvollziehen, ausprobieren, ob das auch bei Ihnen funktioniert und was Sie vielleicht für andere Optionen dort einbauen, einpflegen möchten. Genau. Dann weiter. Natürlich können Sie über News und Termine auch die Webinare einsehen. Entweder das, was wir heute gesehen haben, ist hier auch drin. Da können Sie dann später draufklicken und können auch die Dateien runterladen. Das ist natürlich aktuell noch nicht verfügbar, aber dann später können Sie das hier herunterladen und können natürlich auch gucken, was kommt als nächstes für ein Webinar, was interessiert mich noch und können sich dort mit anmelden. Genau. Dann ansonsten, genau, können Sie einfach mal wieder bei uns reinschauen auf der Internetseite, sich für den Newsletter abonnieren, unsere Knowledge Base durchforsten. Genau.
Wir versuchen da einfach immer up to date zu bleiben und Ihnen da in jede Richtung weiterzuhelfen. Jetzt danke ich erstmal meinen Kollegen Dokukan, der hier mit Rat und Tat beiseite stand. Vielen Dank für deine Hilfe und auch noch vielen Dank an Sie fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Webinar mit Ihnen. Ja, viel Spaß beim Berechnen und Programmieren. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Auf Wiederhören.